Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind immer noch an der Sturmküste und fleißig am Erkunden. Beziehungsweise ich hatte schon angefangen, 3 Minuten aufzunehmen, dann ist mir schon wieder die Aufnahme abgeschmiert. Auf nimmer Wiedersehen! Und ich zeig dir jetzt nochmal eben auf der Karte, wo wir sind. Wir waren ja in der letzten Folge, sind wir ja hier durch diese Höhle gegangen. Blub. Hier ist ja der andere Drache. Dann hatte ich die neue Aufnahme angefangen, war hier und wollte eigentlich hier hin. Und ja, hier oben ist er dann abgeschmiert. Hier waren auch jetzt nur die Drachenjungen. Die sind jetzt natürlich durch den Restart vom Game wieder alle da. Mich. So. Okay, wo sind wir hier? Da ist das. Okay. Da ist ein Okularium. Was ist das? Ein Riss? Aha. Kommen wir hier hoch? Ah ja, da auf jeden Fall. Ich sprach da. Da, ob man da hochkommt. So. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich würde ja sagen, so. Nee. So. Kommen da unten noch mehr Sterne? Da kommen noch mehr Sterne. Das heißt, es ist eigentlich, denke ich mal, egal, ob wir von oben oder von unten anfangen. So. Hier hoch. Dann gehen wir dahin. Ja, jetzt hast schon verkackt, der Explorer. Das heißt, wir müssen schon mal runter. Wir könnten jetzt hier hoch. Hier hin. Ah, jetzt kriegen wir den nicht, oder? Geht das? Aber jetzt haben wir den nicht hier, ne? Obwohl, gucken wir mal. Hier hin. Ne, das doch ist richtig, ist die Raute. Ne, jetzt haben wir verkackt. Scheiße. Wir sind jetzt hier. Zurück geht nicht mehr, ne? Ne. Wenn wir jetzt hier hingehen, ist auch falsch, ne? Total falsch, okay. Ja, ist gut. So. Wir hatten jetzt irgendwie angefangen. Hier hatten wir angefangen, ne? Rüber. Runter. Hier. Hier.
ist verschallt. Ich bin in der festen Überzeugung, das ist schon mal der richtige Weg hier. So. Runter. Rauf. Nochmal rauf. Okay. So, hier sind wir. Wir könnten nochmal einmal zurück. Nee. Wir müssten jetzt einmal runter. Wir müssen jetzt von hier hin. Immer noch nicht richtig? Was habe ich übersehen? Ist er richtig oder nicht? Hä? Das haben wir. Die zwei, drei. Hä? Verstehst du das? Ah. Hä? Das war doch richtig, was wir hatten. Man muss sich da jetzt irgendwo auf OK klicken. Nein. Neustart. Dein, 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 dein. Dann haben wir irgendwie den Stern übersehen, den Stern von Bethlehem, nee, ne? Das war jetzt hier, ne? Dein, 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 dein. Hä? Ich verstehe es nicht. Für mich ist das. Ah, nee. Das, die sind. Ah, okay. Okay, okay. Okay, okay. Das habe ich verstanden. Ja, das war jetzt auch total falsch. Wir machen spitze Dreiecke. Okay. Bin ich total raus. Noch neu starten. Wir müssten also quasi, ich denke mal, immer mit einem Dreieck in die Mitte, Dreieck, Mitte, Dreieck, Mitte. Kann es sein? So. Jetzt müsste ich ja rein theoretisch hoch. Hier hin. Hier hin. So.
Hier hin. Hier hin. Sind wir hier und wir müssten jetzt Scheiße verkackt. Vom Grundprinzip her haben wir es, die Mitte hapert noch. Okay, nochmal von vorne und nochmal ein schön. Gerade runter, da geht's jetzt nicht mehr zurück. So, jetzt probieren wir mal den zu machen. So, so, so. Was will er denn jetzt noch von uns? Wir haben spitze Dreiecke. Oder muss das Dreieck... Ach, die treffen sich hier. Ah, okay. Das heißt, wir müssen erst die zwei Dreiecke machen. Dann gehen wir hier hin. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie es hier runter ging. Ja, verkackt. Ich mach das zwischen den Folgen. Wenn ich jetzt hier eine ganze Folge drauf wichse, dann seid ihr nur unzufrieden mit mir und seid am Schimpfen und... Dann gehen wir uns da oben das Okularium noch angucken. Also das, ja. Der Totenkopfgedöns um Himmelsscherben. Da unten haben wir noch einen Riss. Dann schauen wir uns hier noch um. Hier weiter. Ah. Man da hochkommt? Ich weiß es nicht. Anspruch. Morins Ausblick. Die große Statue bei Morins Ausblick diente früher als Markierung für Schiffe, die mit den Zwergen Handel treiben wollten. Neben einer auch nur angenommenen Verbindung mit dem großen Hafen bei Davins Mündung ist über den Namensgeber der Statue nichts bekannt. Kinders? Wie muggelig das hier auch ist. Alpha-Schild der dunklen Brut. Mhm. Warte. Konnte man das irgendwas... Ich konnte es anklicken, aber nicht vorlesen. Was ist los hier? Was ist los hier?
Das war's schon. Das ging aber fix jetzt. Okay, dann denke ich mal, werden wir uns jetzt. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Wenn wir Gas geben, können wir die Kul. Hallo? Was will er denn noch? Haben wir doch. 3 Scherben. Das war's. Ah, jetzt zeigt uns. Jetzt zeigt uns sonst viel. Naja, egal. Hopp. Und hopp. Der Riss. Der Riss, Riss. Habe ich das Level hatten hier? Level 11. Okay. Schlürfen hier. So, dürfte ich mal eben Hand anlegen? Nee, darf ich nicht. Das Hand annehmen. Damn. Man hat zum Loot nehmen. Wenn nicht, war es aber erbärmlich wenig, ja. Wie viele Schlüssel gibt es für diesen bescheuerten Tempel eigentlich? Was? Dann ist noch was. Spindelkraut brauche ich ja nicht mehr. Nicht ins Wasser springen, Kinders. Goldring. Ein einzelner Goldring. Ich hoffe, der bringt uns auch noch was. Eine Herausforderung. Ohne mich mägst du schon lange am Grunde des Meeres. Dieser Speerfisch hätte dich aufgespießt und erledigt. Ich habe dir das Leben gerettet und so dankst du es mir? Dieser Gefangen gehört uns beiden. Wir haben beide dafür gearbeitet. Damit kommst du mir nicht davon. Ich hole mir das Gold, das mir zuspäht. Auch wenn es aus dir rausprügeln muss. Nur damit du kleiner Scheißer dich nicht aus dem Staub machst. Ich hab's mit deiner Schwester getrieben. Ja, ganz genau, mit deiner Schwester. Also triff dich mit mir beim alten Lager, wenn du Mumm dazu hast. Dann klären wir die Sache. Terence. Ja. Ja, es bleibt ja nur noch dieses blöde Astralium, aber wir sind bei 18 Minuten. Ich würde sagen, ich düste da mal hin. Dann werden wir da die Folge beenden. Dann werde ich das zwischen den Folgen so lange probieren, bis ich's raus habe, obwohl ich nicht denke, dass es schwer ist. Also, das kriegen wir locker flockig hin. Und dann mal schauen, wie es weitergeht hier auf der Insel des Grauens. Hier haben wir noch eine Scherbe. Ja, hier geht es ins Landesinnere noch. Ne? Hier haben wir noch ein Lager. Ja, haben wir noch ein bisschen zu tun hier. Was? Kleiner Hinterfotz hier. Drecksack. Wohin? Gib mir dein Blut. Gib mir dein... Oh, Leute. Drachenblut. So.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und wenn ich es dann geschafft habe, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.